Yo, I ain't here for the money, I ain't here for the fame. Though it might be nice to own a jet plane, I'ma do it all for you. Come along and see it's true, but the world is pretty cold. You might need a sweater too. I'ma put a ride on ya, kid from California, trying to make it. Servus Leute, was geht und willkommen bei einem neuen Video. Ja Leute, es kam relativ lange kein Video. Ja Leute, warum kamen so lange keine Videos? Ich hatte mir selber verdammt viel Druck gemacht und ich wollte meine Qualität, sag ich mal, von jetzt auf gleich direkt von 0 auf 100 ändern, Leute. Aber so einfach ist das Ganze gar nicht. Und ich habe es mir halt dann sehr, sehr schwer getan, wieder Videos hochzuladen, da ich nicht wusste, was soll ich jetzt hochladen, was soll ich jetzt besser machen. Ich wusste einfach nicht mehr, was ich machen sollte, Freunde. Und dann habe ich halt relativ lange überlegt und habe für eine Weile dann echt die Lust verloren gehabt. Und ich sag mal so, wenn man halt raus ist aus YouTube und lange nichts mehr hochlädt, dann ist es umso schwieriger, wieder reinzukommen, Freunde. Und ich habe mir gedacht, weißt du was, Herrat, ich mache es, wie ich es möchte. Und ich gebe mein Bestes, Freunde. Ich versuche es wirklich jetzt besser zu machen als davor. Aber ich kann es jetzt nicht von 0 auf 100 machen, Freunde. Ich werde mein Bestes geben. Ich versuche mich Schritt für Schritt zu steigern, besser zu werden. Und von jetzt auf gleich von 0 auf 100 kann ich es gar nicht. Ich kann es einfach nicht, Freunde. Und wie gesagt, deswegen versuche ich jetzt erstmal mein Bestes zu geben, um Stück für Stück besser zu werden für euch. Ja, Freunde, wie gesagt, auf jeden Fall möchte ich an meiner... Boah, ist zu windig, ey. Auf jeden Fall versuche ich jetzt an der Qualität zu arbeiten, Leute, und nicht nur an der Qualität. Die Qualität muss nicht mal so gut sein. Deswegen haben mich ja die Leute auch abonniert. Was laber ich da, Mann? Denk mal an den Anfang, Leute. Ich habe angefangen... Denk mal an den Anfang, Freunde. Da hatte ich auch nicht die krasseste Qualität gehabt und die Leute haben es halt trotzdem gefeiert und das möchte ich halt wieder machen, das was ich selber auch gefeiert habe. Ich möchte die Qualität jetzt Schritt für Schritt verbessern. Plus das Wichtigste für mich ist halt jetzt der Content, Leute. Ich möchte nicht mehr so diesen Standard-Mainstream-Content machen. Ich möchte halt das machen, was mir gefällt und worauf ich Bock habe. Und ja, Leute, ich möchte auch nicht mehr allzu lange reden. Ich würde sagen, seid einfach gespannt auf das Jahr 2017. Ich versuche euch so gut es geht zu unterhalten und das ist das Wichtigste eigentlich. Und ich hoffe, ich werde euch unterhalten können. Und ja, Freunde, ich würde sagen, freut euch auf die nächsten Videos. Peace out, macht's gut und wir sehen uns.